Am Wochenende war Derbyzeit in Dortmund. Nicht nur für den großen BVB, der seinerseits das Duell gegen den FC Schalke 04 vor der Brust hatte, sondern auch in der Bezirksliga gab es das Nachbarschaftsduell zwischen dem DJK TuS Körnen und Türkspor Dortmund. Und tabellarisch war das Ganze sogar noch höher angesiedelt, wie das Bundesliga-Duell. Hier trafen der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten und auch deswegen kamen über 200 Zuschauer zur Sportanlage am Zippen. Die Gäste aus Dortmund, bis dato noch ohne Derby-Erfolg gegen Körne, natürlich heute gewollt, diese Serie endlich zu durchbrechen und im dritten Spiel dann den ersten Erfolg zu feiern. Das ist die erste Möglichkeit für Ozan Bektaş. Artistisch super in Szene gesetzt, nachdem davor die Latte für die Gastgeber gerettet hat. Die in den ersten Minuten allerdings defensiv wackelten. Nur wenige Minuten später, das ist Mateusz Kardonis, der Top-Torschütze der Gäste, hat das Auge für Ozan Bektaş und der mit seinem 7. Saisontreffer nach 16 Minuten zur frühen Führung für den vermeintlichen Außenseiter. Die Gäste in der Tabelle 6 Punkte hinter den Gastgebern würden also mit einem Sieg ranrutschen an den Platz an der Sonne und Bektaş bringt seine Farben früh auf die Siegerstraße. Körner jetzt nach dem frühen Rückstand total verunsichert, kreierte Ballverluste wie diese, gerade mal eine halbe Minute nach der Führung. Das ist wieder Mateusz Kardonis, diesmal mit dem Auge für den mitgelaufenen Kimas Hamza, das 2:0 für Dortmund. Der 7. Saisontreffer und natürlich darf beim Jubel auch der kleine Fan nicht fehlen. Türkspor auf dem Weg zum ersten Derby-Erfolg, aber es wird ihn auch einfach gemacht. Kardonis hat das Auge und Hamza muss den eigentlich nur noch an Wiegland vorbei ins Tor legen. Und wie verunsichert der Gastgeber war, bitteschön, was macht Kevin Silva Ferreira denn da? Das wäre natürlich das Eigentor des Jahres. Hat Glück, dass sein misslungener Rückpass am Tor vorbeigeht. Aber trotzdem, Körne total neben sich. Und wieder ist es Mateusz Kardonis, der Mann, der in den letzten 9 Spielen immer getroffen hat. Heute hat er wieder das Auge für seinen Mitspieler, diesmal Jorge Machado, der das 3:0 auf dem Fuß hat. Marc Wiegand verhindert Schlimmeres. Wir mussten eine ganze Weile warten auf die erste offensive Möglichkeit der TuS. Das ist sie dann mal durch Muche Pardusi. Allerdings legt der seinen Abschluss deutlich am Tor vorbei. Es war überhaupt nicht das Spiel von Körne. Vielleicht dann mal ein Standard für die Gastgeber, um ins Spiel zu finden. Das ist Kevin Ferreira, der den reinbringt. Und dann die zweite Welle landet bei Leon Reckers. Und eine tolle Parade von Mehmet Akçay, der seinen Kasten bis dato sauber hält. Viele erwarteten eigentlich das Stürmerduell zwischen Conor O'Reilly und Mateusz Kardonis. Beide bis dato 12-mal in der Saison geknipst. Von O'Reilly allerdings gar nichts zu sehen. Hier wäre er wahrscheinlich die bessere Option für Reckers gewesen. Der legte sich den Ball allerdings einen Tick zu weit vor. Und somit resultierte die 2:0 Halbzeitführung für Dortmund. Natürlich vollkommen zur Freude von Hassani Reza. Den Anfang im zweiten Durchgang machte dann natürlich wieder Mateusz Kardonis, an jeder Offensivaktion von Türkspor beteiligt. Super Freistoß, noch bessere Parade allerdings von Marc Wiegand im Kasten. Der TuS trotzdem, der Gästestürmer wandelt auf den Spuren von Robert Lewandowski, will auch im 10. Anlauf den Platz als Torschütze verlassen und er arbeitete weiter daran. Fehler in der Hintermannschaft, dann wieder Kardonis, einmal der Übersteiger und dann rein ins Glück zum 13. Saisontor, das 3:0 für Türkspor, auch zur Freude von Kevin Großkreuz, der ja als Co-Trainer bei den Dortmundern anheuert. Der hatte sicherlich viele, viele schöne Derby-Momente mit dem BVB. Heute kommt ein weiterer mit Türkspor hinzu. Super gemacht von Mateusz Ajala Kardonis. Keine Chance für Wiegand im Kasten und das Küsschen für den kleinen Fan. Das haben wir natürlich auch gesehen. In den Schlussminuten schaltete Türkspor dann 1-2 Gänge zurück. Deswegen gab es nochmal die große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Allerdings scheiterte Marcel Senft am super reagierenden Mehmet Akçay, der seinen Kasten am heutigen Tage sauber hielt, weil es war die letzte Aktion eines super Derbys aus Sicht der Gäste. Sie gewinnen das Ding mit 3:0 und träumen nun natürlich von der Tabellenführung. Ja, ich denke, wir haben ein Riesenspiel gemacht, gut gespielt. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir brutal umgesetzt und ich denke insgesamt auch in der Höhe verdient gewonnen. Und somit kann also auch Kevin Großkreuz am Ende dieses Wochenendes einen Derby-Sieg feiern. Zwar hat der BVB es nicht geschafft, Schalke zu besiegen, dafür gewinnt Türkspor Dortmund das Derby gegen Körne und darf vollkommen zu Recht feiern.